Willkommen zum Review von Hangtime in Knott's Berry Farm. Der Gerstlauer Infinity Coaster hatte in Nähe von Los Angeles in Kalifornien im Jahr 2018 eröffnet, 670 Meter lang, 46 Meter hoch, 92 Kammer schnell und insgesamt 5 Überschläge. Ich hatte die Möglichkeit, die Achterbahn insgesamt 4-mal zu fahren, während meines Besuches im August 2022 in Knott's Berry Farm, und der Infinity Coaster von außen in der Boardwalk Section des Parks schon sehr beeindruckend. Türkise Farbgebung, hat ein bisschen Surf-Thema, sieht auf jeden Fall echt super aus. Wir haben jetzt natürlich kein richtiges Theming, aber die Bahn selber wirklich sehr fotogen. Farbgebung, wie gesagt, super, schöne Züge, Eingang sieht ebenfalls gut aus und vor allem im Dunkeln mit der Beleuchtung einfach ein echter Hingucker und wähle die Bahn dann nochmal deutlich auf. Ich habe die Bahn in echt leider nur tagsüber gesehen, aber einfach Videos und Bilder, wenn die Bahn nachts beleuchtet ist, das wirkt auf jeden Fall nochmal deutlich besser. Sie befindet sich an der Stelle, wo sie zuvor einen Vekoma Boomerang fand, und gerne können alle Vekoma Boomerangs mit Gerstlauer Infinity Coastern ersetzt werden. Da hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Und auf jeden Fall interessant, dass hier dann der erste Infinity Coaster für die Cedar Fair Gruppe entstanden ist. Bis heute gibt es ja auch nur allgemein in Nordamerika sehr wenige Gerstlauer Infinity Coaster. Und weil es eigentlich echt ein cooler Achterbahntyp ist, fand ich das schon damals 2018, wo angekündigt wurde, echt eine sehr gute Neuerung. Und auf die Fläche vom Boomerang wurde auf jeden Fall eine Menge inkludiert. Warteschlangenmäßig, stationsmäßig ist es nichts, über was wir reden müssten. Das ist nicht gerade schön. Aber als ich dort war, war der Park so leer, dass von Walk-On in der Regel bis maximal vielleicht mal 2-3 Fahrten warten, mehr Wartezeit nicht notwendig war und die Warteschlange mich deswegen auch nicht gestört hat. Wir haben hier, wie gesagt, erst noch Infinity Coaster Züge, wie ihr sie auch kennt, nur zusätzlich noch mit einem Gurt dazu. Kennt man ja nicht allzu häufig, normal gibt es ja keinen Gurt, aber in den USA hat gefühlt jeder Coaster einen. Und auch mit 4 Reihen, also genauso wie zum Beispiel auch bei Kernern, für 16 Personen pro Zug und kann mit maximal 3 Zügen fahren. Und Abfertigung war ganz gut, obwohl nichts los war. Und dann folgt direkt der Vertikallift auf 46 Meter Höhe. Ist sogar höher, finde ich, als man denkt. Wirkt in echt, fand ich, sogar ein bisschen niedriger, eher so vielleicht 35 Meter. Aber auf jeden Fall gute Höhe. Vertikallift ist sowieso immer ein Highlight, mit Beckenbügel nur, gefällt mir sehr, wird ja mittlerweile auch häufiger, aber macht trotzdem immer Spaß und ist schon sehr eindrucksvoll. Und dann oben geht es nicht direkt in den Beyond Vertical Drop über, sondern es folgt erstmal ein 45 Grad Abschnitt, 45 Grad Gefälle mit der Bremse, bevor dann der 96 Grad steile Drop folgt. Ist deswegen ziemlich ähnlich zu TMNT Shell Racer und Takabisha, die beiden steilsten Achterbahnen der Welt. Aber hier ziemlich sicher natürlich so gemacht, weil wir insgesamt 4 Reihen haben und dadurch es sonst hinten ein bisschen zu intensiv wäre. Aber dadurch verliert man natürlich schon mal ein bisschen Höhe, was man aufgebaut hat, wodurch die restliche Strecke weniger Geschwindigkeit zur Verfügung hat. Aber dann werdet ihr langsam mit einem guten Blick erstmal nach vorne angehalten, langsam nach vorne gelassen, und daraufhin folgt dann der 96 Grad steile Beyond Vertical Drop. Und Beyond Vertical Drop ist natürlich immer super. Ich sage euch gleich, wie genau jedes Element sich fährt, aber kurz einmal durchgehen. Wir haben zunächst einmal einen großen Top-Head, nenne ich es jetzt einfach mal. Also so ein großer getwisteter Top-Head, der in einen kleinen Dive reinführt. Dann als nächstes Element ein Negative G-Store-Loop. Man könnte es auch als Inverted Top-Head oder auseinandergezogener Sidewinder zählen. Irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall lange über Kopfpart. Dann nochmal, kann man sich auch wieder streiten, wie man es nennen will. Es könnte ein Corkscrew sein, ist aber auch eher ein Inverted Top-Head, wie so die erste Inversion draußen von Carajo. Von der Form her auf jeden Fall ähnlich. Und daraufhin noch ein Cutback in die Richtung zu wechseln, ein Double Down Airtime Hill, eine Cobra Roll und dann der Jump in Break Run. Also jetzt kein riesiges Layout, aber auf jeden Fall viele Inversionen. Der Drop hat auf jeden Fall echt gute Airtime, gefällt mir. Es gibt beste Drops, aber vor allem hinten macht das Ganze schon auf jeden Fall Spaß. Und sonst gibt es noch einen weiteren Airtime-Moment, dieses Double Down zwischen Cutback und Cobra Roll. Und ich muss sagen, das ist wirklich eins der Highlights, hat mir wirklich echt gut ejected Airtime. Das hat mir echt gut gefallen. Erinnert ein bisschen an die beiden Mini-Hills von The Smyline Alden Towers. Ist ja auch ein Coaster, der auf Inversion fokussiert ist, aber 2 Mini-Hills drin hat, die ebenfalls echt gut sind. Und auch hier, ich muss sagen, das Double Down ist mir das beste Element von der Fahrt, lustigerweise. Die Täler rütteln etwas, also es ist in Ordnung, aber so standardmäßige Gerstlauer-Rütteln, wie es bei manchen Bahnen vorkommt, ist die ebenfalls vorhanden.
dieser große normale Top-Hat hat leichte Floater oben, man ist aber nicht gerade schnell, deswegen passiert da wirklich nicht so viel. Und die erste Inversion, Negative G-Store Loop, auseinandergezogener Sidewind, der wie ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall, der ist Überschlag von der Bahn, hat auf jeden Fall gute Hangtime, gefällt mir. Und traurigerweise das einzige Element von der Bahn, was den Namen gerecht wird. Die Bahn heißt Hangtime, finde ich eigentlich auch ein cooler Name, passt, finde ich. Aber dass man eine Bahn hat, die nur in einer von 5 Inversionen wirklich gute Hangtime hat, da ist doch irgendwas falsch gelaufen. Aber so das erste Element, der Top-Hat dann in die Inversion rein, das sieht von außen schon sehr eindrucksvoll aus und auf jeden Fall interessant gebogen. Die restlichen Inversionen haben wirklich, wie gerade schon gesagt, eigentlich keine Hangtime. Das Pacing ist wirklich gut, da kann man nichts gegen sagen, aber die Fahrt fühlt sich jetzt auch nicht gerade lang an. Und ich muss sagen, die anderen Inversionen haben mich jetzt echt nicht so überzeugt. Also dieser Corkscrew, also die zweite Inversion, wie auch bei Carajo, ist bei Carajo echt cool mit Yoshi oben, hier nicht unbedingt. Den Cutback fand ich jetzt auch nicht spannend und okay, so eine ziemlich kleine Cooper Wall fand ich schon interessant. Ist natürlich sicherlich, um an den Boomerang ein bisschen Hommage zu zollen, ist auch eine coole Sache, aber Cooper Wall ist nicht so besonders. Also aus der Cooper Wall wird man zumindest, wenn man hinten im Zug ist, ein bisschen rausbeschleunigt, ein bisschen rausgezogen. Das ist ganz nett, aber ich muss sagen, die Inversionen haben mich jetzt alle nicht so überzeugt und auch der Rest. Wie gesagt, der Drop ist gut, auch wenn man davor auf diesem 45 Grad Bremsenbereich kurz steht, hängt man ganz nett, das ist ganz lustig, der Drop ist gut, das Double Down ist gut und halt die erste Inversion, aber halt sonst noch dieser Top Hat, so ein bisschen Floater, bis eigentlich keine richtige Airtime, man wird zumindest gleich runtergezogen, aber so viel passiert da traurigerweise wirklich leider nicht und das finde ich dann schon ein bisschen schade, wenn irgendwie der Mikro-Bunny-Hub und so weiter damit das stärkste Element ist. Und auch die Einfahrt in den Break-Run hat jetzt nicht so richtige Airtime oder so gehabt, leider. Ich habe schon gesagt, dass es bei mir wirklich ziemlich leer war. Ich hatte trotzdem nur 4 Fahrten. Ich hätte Marathon drauf machen können, aber sonst hat es irgendwie fast mehr Spaß gemacht, Fotos und Bilder von der Bahn zu machen, weil die Bahn wirklich so fotogen ist, so schön aussieht. Und so viele Fahrten hatte ich dann gar nicht mehr gebraucht, weil vom Prinzip her, man ist die Bahn gefahren, man ist auf der Schlussbremse, aber es ist leider, ich muss einfach sagen leider, weil ich mag Gerstlauer echt gerne eigentlich, nicht so viel passiert. Ich habe schon die paar Elemente gesagt, die mir gefallen haben, aber wenn eine Bahn Hangtime heißt, hätte man da doch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausholen können. Vor allem einfach so ein bisschen die Elemente anders shapen, das Layout selber passt ja, hätte da glaube ich schon noch eine Menge rausholen können. Vielleicht dann auch den ersten Top-Hit ein bisschen niedriger, dass man da ein bisschen mehr Kräfte hat. Die anderen Elemente mit ein bisschen längerer Überkopffahrt, umbauen, das hätte schon eine Menge gemacht. Oder wenn eine Bahn Hangtime heißt, eine schöne langsame Hutton-Roll vor der Station zum Beispiel oder vom Break-Run, das hätte halt schon mal alles rausgeholt. Das hätte zum Namen gepasst. Gerstlauer baut gerne langsame Hutton-Rolls. Sowas gibt es im Park noch gar nicht, weil der Park hat ja sonst auch keine andere Achterbahn, die auf Hangtime ausgelegt ist oder auf gute Inversionen. Es hat sonst nur Silver Bullet, aber das sind einfach B&M Inverted Coaster Inversionen mit G-Kräften, das ist was anderes. Ein Looping auf dem Shuttle Loop und das war's halt dann. Deswegen hätte man hier da auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen mehr umsetzen können. Vom Gesamtpaket her auf jeden Fall eine nette Bahn. Ich denke auch für den normalen Besucher, dem gefällt es auf jeden Fall. Sieht von außen sicherlich beeindruckend und ein bisschen einschüchternd aus mit dem Lift vor allem und dem Beyond Vertical Drop. Aber von der Fahrt her hat es mich leider da nicht so überzeugt. Ich war mir auch nicht so sicher, was dann die beste Achterbahn im Park ist. Accelerator hatte ja 2022 eigentlich komplett zugehabt, bin ich nicht gefahren. Und auch wenn ich nicht so der riesige GCI-Fan bin, würde ich sogar sagen eigentlich, dass Ghost Rider der beste Coaster im Park ist und mir das dann schon besser gefallen hat als Hangtime. Weil die Bahn ist dann wirklich vom Aussehen her leider etwas besser, als sie sich fährt. Aber das war's dann hier zum Review von Hangtime. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Bahn haltet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Für mich auf jeden Fall, ich glaube, der schwächste Infinity Coaster, den ich bisher gefahren bin. Da haben mich die anderen, auch wenn manche kleiner sind, dann doch ein bisschen mehr überzeugt, da aus den Elementen dann doch ein bisschen mehr rausgeholt wurde. Aber wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!